Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Sexy David, Sexy UPS-Fahrer David King unterwegs. Leute, wenn der Killer keinen Franklin dabei hat, ne, dann weiß ich aber auch nicht, was bei ihm los ist. Weil, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Schon wieder eine Jägerin. Ah, da ist sie ja. Alle Leute haben Item dabei. Und jetzt kommt's. Drei Items sind ein Schlüssel. Ich meine, ich habe jetzt nur so einen Bindungsschlüssel dabei, ja, um meine Mates zu finden im Zweifel mal. Ich suche gerade mal eben kurz ein Totem, weil ich habe die innere Kraft. Ich habe nur einen Bindungsschlüssel dabei, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, weil wieder ein paar Klödias dabei sind, dass die auf Krampf überleben wollen. Und dass die Klödias sich so denken, ja nö. Ich habe einen richtigen Schlüssel dabei, damit ich abhauen kann. So, wenn ihr hier ein Barbecue hat, könnte sie sehen, was ich hier mache. Ansonsten, ich habe noch mit allen Mitteln dabei. Innere Kraft habe ich schon gesagt, frontal und schnell und leise. So, damit wäre die innere Kraft schon mal aufgeladen. Und wir gehen mal rüber und gucken, ob wir helfen können. Können wir nicht, dann gehen wir hier direkt ran. Eine Person müssen wir noch hochheilen für die Challenge. Damit wir noch mal ein paar Blutpunkte kriegen. Wir sind eh schon auf Level 70 im Spalt. Das bedeutet, den ganzen Shit machen wir eigentlich nur noch. Ja gut, zum einen für die Story. Für das Story-Blabla. Und zum anderen für die Blutpunkte. Ja, wir machen doch alles für die Blutpunkte, Leute. Okay, auf der Map hier. Kacke. Ja, moin. Mann, ey. Okay, können wir was probieren? Moin. Jetzt nicht noch eine Sekunde warten können, Jägerin. Um ein Haar hätte ich mich hochgeheilt. Aber halt eben nur um ein Haar. Immer schön was zwischen uns lassen. Lässt sie von mir ab? Ich weiß, da vorne war jemand. Er hätte mir theoretisch helfen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die mich gesehen hat. Ah, die ist noch wieder an den Generator ran. So. Okay, schade, ne? Ich meine, okay, wir konnten immerhin frontal nutzen. Aber ich hätte gerne halt mich hochgeheilt, natürlich noch in der Sekunde da. Unsere Ausdauer ist gleich auch wieder regeneriert. Kommt aus der Richtung. So, jetzt pling, pling, pling hier. Irgendwo muss doch noch ein Totem sein. Hier. Jo, ja moin. Ich hab dich gesucht und gefunden. Ach, herrlich. Okay, nur noch zwei Generatoren. Echt, so krieg ich die Daily doch nie fertig. Letzte Runde schon so wenig Gens gemacht. Was ist da los, Leute? Und ich habe auch noch niemanden hochgeheilt. Ich muss ja auch noch jemanden hochheilen. Oh Mann. Und ich habe noch keine Palette aufgesammelt. Wollte da jemand farmen gerade? Jo, da will jemand farmen. Macht er es auch? Nee, macht er nicht. Okay, wenn sie die Palette zieht, je nachdem, wo sie jetzt hinrennen, kann ich die Palette vielleicht wieder aufstellen. So, bitteschön. Darfst die Palette nochmal benutzen?
Ich ziehe sie jetzt runter, auch wenn ich jetzt einen Hit kassiere. Aber immerhin kommt sie dann nicht in die zweite Stufe, Leute. Ja. Ich hoffe, dass sie es schafft. Da hinten rennt die. Wo rennt die andere lang? Ah, die wird gejagt. Okay. Dann versuchen wir, der zu helfen. Oh nein, die heilt sich schon selbst. Mann, ich muss noch jemandem hochhelfen hier. Moin, ich habe keine Bindung dabei, aber ich habe euch trotzdem gefunden. Weil ihr so süß seid. Okay. Dann, ja genau, wenn ihr mich hochheilt, das wäre geil, wegen innerer Kraft, dann spare ich mir das. Ey, wir konnten eine Palette aufsammeln, Leute. Wir konnten frontal schon einmal nutzen. Also ich würde sagen, das läuft. Oh, wo rennt ihr hin? An einen Generator. Ergibt Sinn, ja, muss ich sagen. Ergibt Sinn, sehe ich ein. So, ich helfe dann mal hier. Ich glaube, das Hochheilen hier hat nicht gereicht, ehrlich gesagt. Sie hat Barbecue dabei. Das hat sie jetzt gerade bewiesen. Ah, die Palette wurde nicht ein weiteres Mal umgewamst. Warte mal, wurde die jetzt gerade erwischt? Sie können mal gucken. Ah, da oben am Dingens, alles klar. Vielleicht kann ich sie ja retten. Und dann hochheilen. Das wäre cool. Okay, wie gesagt, sie hat Barbecue, deswegen rennen wir jetzt mal eben. Die Map hier ist eigentlich ziemlich geil für die Keller-Quest, ne? Verletzte wurde gegrabbelt, okay. Komm da runter. Würde ich gerne hochhalten. Ja, komm, 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 hier zu zweit. Komm schon. Komm schon. Das wäre meine Challenge. Ah, die andere hat einen Strike, deswegen war sie in den Schrank rein. Jetzt bleib doch endlich stehen, Mädel. Kriegst du Kilometergeld? Ey, nicht selber hochheilen. Hallo? Andere Leute müssen auch ihre Challenges fertig machen. Nein! Andere Leute wollen auch ihre Challenge machen. Geh weg. Wow. Ihr helfe ich nicht nochmal vom Haken. Ah ja. Das machst du aber nicht gut. Das hätte ich deutlich schneller hinbekommen. Mhm, ja. Oh, jetzt ist jemand down. Dankeschön. Ich brauche die Punkte, Mann. Verstehst du das? Andere Leute müssen hier Challenges bereit fertig machen. So, ihr habt doch Schlüssel dabei, alle. Warte mal, wieso hat sie eigentlich einen Schlüssel? Die beiden Klödias hatten doch Schlüssel dabei. Alter, auf Krampf ziehen sie es durch. Hätte ich das gewusst, wäre ich da auch noch mit dran. Kein Adrenalin. Wenn du an Haken kommst, helfe ich dir nicht mehr. Ist dir klar, ne? Hinter mir! Oh, Grenz, ey. Du alter Pro. Ja, den fresse ich. Wo? Es sei denn, sie schmeißt voll daneben. Okay, Schwein ab. Macht aber niemand auf, weil die beide verletzt sind. Ein bisschen Sorge, dass die gleich durch eine Luke oder so gehen. Und dann der Endgame-Timer losgeht und David King hier einsam und verlassen sein Paket zuliefern will und nicht weiß, wo die Leute wohnen. Scheiße, ich hab die nicht gehört, leider. Oh Mann, scheiße. Diesmal kann ich sie auch nicht verarschen. Komm! Also in der... Gut, ich will nichts spoilern, ja. Obwohl, ich habe ja am Anfang, glaube ich, schon gesagt, wieder gegen die. In der ersten Runde war das schon so ein bisschen so, ah ja, da ist die... Ja, ja, ich verstehe das doch. Jetzt wollen die, dass die... dass der Killer da hinkommt, oder wie? Warte mal, da ist doch die Luke, oder? Oder warum stehen die da jetzt so? Wahrscheinlich schon. Okay, sie geht durch die Luke raus. Oh,
fuck my life. Ich sterb hier doch, oder? Woo! Ich bin auch raus! Oh mein Gott, die arme Jägerin. Na gut, es war eh schon jetzt alle Gens und so weiter gemacht, ne? Oha. Oha. Ey, die hatten einfach wirklich beide einen Schlüssel dabei. Puh. GG, well played. Ach ja, ja, nee, so früh trinke ich noch keinen Wodka, tut mir leid. Nächstes Mal vielleicht. Wenn wir uns nächstes Mal sehen, dann gern. Ja, einmal Silber, zweimal Gold, einmal schillernd. Oh Mann, und wir haben, glaube ich, weder die Challenge. Habe ich die Challenge fertig? Doch, die Challenge haben wir fertig. Nice. Aber warum ist die da noch? Die ist noch nicht fertig. Guck mal, ah, da fehlt noch ein Millimeter oder was? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da fehlt noch ein ganz kleiner Fitzel. Aber meine Daily habe ich nicht fertig gemacht. Pinker Schlüssel, lila Schlüssel, läuft. Boah, das war irgendwie eine spannende Runde. So, warte mal, ich glaube, die ist noch nicht fertig. Da steht zwar 5 von 5, aber wahrscheinlich wird wieder intern irgendwie gerundet. Wahrscheinlich haben wir 4,99 Survivor hochgeheilt. Oder kann ich sie mir einsammeln? Doch, ich kann sie einsammeln, okay. Aber normalerweise fällt die denn. Normalerweise steht die da doch dann nicht mehr, oder? Wenn man da rauf geht. Stoße viermal eine Palette um den Killer zu betäuben. Haben wir jetzt hier freigeschaltet. Oder aber halt, wie gesagt, das mit Klödia können wir auch immer noch machen. Aber aktuell wollen die meisten Killer nicht, dass die Klödias entkommen. Damit die Leute halt eben diese Challenge hier nicht fertigstellen. Killer haben wir auch schon ein bisschen gemacht. Als nächstes müssen wir jetzt zwei Leute weggrabbeln vom Generator oder sonst was. Oh Mann, Leute. Gut, war doch eine lustige Runde, wenn es euch auch gefallen hat. Ja, ich freue mich wie immer über Likes, über Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Danke fürs Zuschauen und danke an Tossi und alle Kanalmitglieder für den Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein, tschüss, tschüss.